Guten Morgen! Nun sind 3 Wochen mit 100% Rohkost um und ich möchte euch heute meine Erfahrungen dieser 3 Wochen teilen. Dann ein neues veganes, hochdosiertes Vitamin D3 vorstellen und die Mission Vegan 5 ist auch wieder ein Level höher gekraxelt. Aber zuerst möchte ich euch über eine Sache informieren, die mich unglaublich glücklich macht. Ich habe es endlich geschafft, wieder so viel zu wiegen, wie ich das letzte Mal als Neunjähriger gewogen habe, nämlich unter 100 Kilogramm. 99,8 hat die Waage angezeigt und ich bin einfach total happy, dass ich von diesen elenden 165 Kilo nun wieder in den zweistelligen Bereich gekommen bin. Das hat sogar 8 bis 9 Jahre gedauert, aber nun habe ich dieses Ziel dank EOD und eben einem bewussten Essen erreicht. Natürlich, neben den vielen anderen Dingen auch zuvor. Wer das Video zu meiner Abnehmgeschichte in Gänze sozusagen die ganzen Jahre noch nicht geschaut hat, dem verlinke ich das oben in der Infobox. Dann möchte ich den Thomas danken, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es scheinbar jetzt wirklich ein veganes Vitamin D3 auf dem deutschen Markt gibt. Normalerweise war immer Vitamin D2 nur. Ich habe es mir gleich bestellt und nicht schlecht gestaunt, dass das sogar in einer ordentlichen Dosis, nämlich 5600 internationale Einheiten pro Tablette, auf dem deutschen Markt angeboten wird. Bei Amazon hat man ja nur 1000 bisher bekommen und das hat 5600. Und 5600 ist wahrscheinlich für die meisten die ideale Tagesdosis. Dazu sind die Tabletten so klein, so richtig klein, dass auch Leute, die Probleme mit dem Schlucken von Tabletten haben, hier bedenkenlos zugreifen können. Den Link habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Wobei das kein offizielles veganes Siegel ist, sondern steht halt drauf vegan. Also von daher sage ich mal wahrscheinlich vegan. Ne? Danke Thomas für den Hinweis. Auch wenn ihr irgendwo was entdeckt, wo ihr genau wisst, das könnte mich interessieren oder sowas, einige machen das ja schon, aber auch an alle anderen, schreibt mir eine Mail, denn ich will wirklich versuchen, immer die neuesten News zum Thema vegane Ernährung auf dem Schirm zu haben und eventuell euch hier zu teilen. Ja, nun zur Rohkost. Also, in der Tat, dank Sebastian und Co., die mich in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht haben, habe ich an meinem Körper mir sehr, also sehr viele Pickel entdeckt. Ich schaue da normalerweise nicht so drauf, aber Sebastian hat das nun gesehen, da ich ja vor euch stehe. An meinen Hygienestandards hat sich nichts geändert. Ja, ich bin kein großer Fan von dem Begriff Entgiftungserscheinungen. Aber man muss ja einfach mal fairerweise sagen, das kann eigentlich, also diese Pickel, nur mit der Rohkost zusammenhängen. Nennt es wie ihr wollt, ich nenne es nicht Entgiftungserscheinung, ihr könnt das tun, aber es ist tatsächlich der Fall. Ja, und entsprechend, ich muss das ja auch in meinem Tagebuch festhalten, 100% authentisch, ich habe Pickel bekommen, seit ich rohköstlich mich ernähre. Also durchaus positiv zu bewerten, zumindest wenn man nicht jetzt nach der optischen Sache geht. Ja, dazu erhärtet sich der Eindruck, den ich auch in den ersten 2 Wochen schon hatte, dass man bei vielen Mahlzeiten, wenn man sich rohköstlich ernährt, tendenziell unwohler fühlt, als wenn man wenig isst und auch wenige Mahlzeiten. Also, generell habe ich den Eindruck, dass man viel weniger Energie benötigt, als man, wenn man vegane Kochkost zu sich nimmt. Weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich damit zusammenhängt, dass man die Nahrung besser verwerten kann, wie auch viele Rohköstler das sagen, aber na, das festzustellen ist natürlich nur mit einem bewussten Essen möglich. Also dieses erstmal generell, dass ich weniger brauche und dass wirklich die Fokussierung auf das Essen notwendig, dass das notwendig ist. Und das kann ich dank EOD. Das Video übrigens zur EOD findet ihr auch oben in den Infokarten. Weiterhin ist das Körpergefühl ja, irgendwie agiler, drahtiger und weniger beschwert. Ich habe zwar jetzt 2 Kilo abgenommen, seit ich auch Rohkost mich ernähre, aber ich habe vorher auch schon in derselben Zeit abgenommen und weiß, dass ja, dieses Gefühl ja, nicht auf die 2 Kilo zurückzuführen ist, sondern dass da irgendwie mehr ist oder weniger. Wie als würde man so von innen gereinigt sein. Das kann natürlich irgendeine Art Placebo-Effekt sein, weil ich das ja auch von der Rohkost erwartet habe. Aber hey, also ist mir ziemlich egal, ist einfach ein schönes dynamisches Gefühl, was ich derzeit habe und ja, ich würde aber nicht pauschal sagen, dass man sich jetzt komplett besser fühlt mit der Rohkost, da es Zeiten gibt, insbesondere beim Einkaufen, wo man sich ganz simpel ausgedrückt seinen konditionierten Wünschen stellen muss und entsprechend ja, verzichtet.
Also Disziplin braucht. Na klar fühlt man sich dabei nicht wohl, genau wie man sich wahrscheinlich auf Drogenentzug nicht wohl fühlt. Aber ich hoffe ja, dass diese Wünsche irgendwann verschwinden. Aber da muss man schon teilweise wirklich kämpfen und wirklich, wie ich schon sagte, Disziplin haben. Aber keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Und entsprechend heiter weiter. Dazu habe ich jetzt angefangen, für mich ein Beef Jerky Rohkostrezept zu machen. Ich habe die Konsistenz schon so erreicht, sage ich mal, aber mit dem Geschmack bin ich noch nicht wirklich zufrieden. Und da bin ich auch noch am Werkeln. Ist auch noch nicht mal nahe dran. Also wenn es da was Neues gibt, sage ich euch natürlich dann auch Bescheid. Dann gibt es das Rezept natürlich auch. Sprossentechnisch sind schwarze Bohnen eine echte Alternative im Geschmack zu Kichererbsen und Mungbohnen geworden. Die dauern allerdings sehr sehr lange im Reif- oder im Keimungsprozess, ca. 10 Tage ja, bis man sie dann irgendwann halt essen kann. Ansonsten habe ich mich jetzt so eingegroovt auf Kichererbsen und Mungbohnen und eventuell hin und wieder noch ein paar Brokkolisprossen, die mir eigentlich zu scharf sind, aber ich weiß ja um deren Nährwerte und entsprechend nehme ich da ein paar zu mir. Ja, dass ich da erstmal sprossentechnisch bedient bin. Die Mungbohnen kann man zudem wunderbar in einem Smoothie verwerten, geben einen schönen Geschmack mit ab. Ja, also so sieht's aus. Ich fühle mich auf einem guten Weg, aber es ist immer noch kein leichter Weg. Ich hoffe, dass ich das nach 2 Monaten, das ist das, was der Urs Hochstrasser, einer der Rohkostgötter, gesagt hat, dieses konditionierte Verlangen sich langsam abbaut. Ja. Dann noch der Hinweis, dass Mission Vegan 5 wieder ein Level höher gekommen ist. Die Playlist findet ihr oben in den Infokarten. Nunmehr Level 21 und einen Bohneneintopf von der Annika präsentieren. Ihr vegan Root und das Video findet ihr in dem Link hier. Ich find's richtig geil, dass mein Projekt jetzt wirklich so viele Kanäle in einer Playlist verbindet und die gemeinsam gelebte Kreativität im Rahmen der veganen Ernährung so eindrucksvoll darstellt. Kreativität ist Leben. Das Video dazu findet ihr auch oben in den Infokarten. Ihr findet alles in den Infokarten. Das komplette Futterrichten von der dritten Rohkostwoche findet ihr nicht in den Infokarten. Das findet ihr ab Montag 7.30 Uhr hier unter diesem Link. Ja, noch ein kurzer Nachtrag zum Let's Talk am Donnerstag. Leider sind reihenweise die YouTube Streaming Server abgeschmiert und entsprechend konnte der Let's Talk nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Aber wenigstens habe ich es dann online gestellt, die Gespräche, so dass ihr die jetzt anschauen könnt. Das ist natürlich ärgerlich, das Interaktive fehlt da natürlich. Aber servertechnisch kann ich natürlich nichts machen. Ja, da habe ich einfach keinen Einfluss. Es waren auch alle YouTube-Kanäle, glaube ich, soweit ich es gehört habe, betroffen, die in dieser Zeit, also Donnerstagabend, live gestreamt haben. Aber diesen Donnerstag um 8 wird es hoffentlich wieder alles wie gewohnt ablaufen. Und da freue ich mich schon wieder auf euch, auf eure Themen und was da auf euch zukommt. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche und für mich beginnen jetzt die letzten 10 Tage, um einen 100% Rohkostmonat erfolgreich abzuschließen. Etappenziel Nummer 1 würde ich sagen. Morgen werde ich euch etwas über die Lagerung von Obst und Gemüse zum Besten geben. Seid gespannt, da war einiges Interessantes dabei, auch einiges neue Interessante für mich, weil immer wenn ich euch was zum Besten gebe, ist es so, dass ich das Thema immer vorher nochmal recherchiere und nicht nur das, was ich weiß, ne, damit ich euch auch wirklich den aktuellen Stand der Wissenschaft, sage ich mal, oder der allgemeinen Meinung zum Besten geben kann. Und da habe ich auch was gelernt bei Lagerung von Obst und Gemüse, was mir neu war. Und aber morgen das Thema. Also, wir sehen uns morgen. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.